Bevor das Video startet, könnt ihr diese Makita Kaffeemaschine gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Lasst gerne ein Gefällt mir da und schreibt gerade in den Kommentaren, warum gerade ihr diese Makita Baustellen Kaffeemaschine gewinnen wollt. Das ist wirklich ein geiles Teil und jetzt geht's los mit dem Video. Udo hat hier gestern die Heizung abgebaut, ne? Ja. Der tut nicht richtig drehen. Mich hat ein falschen Werkzeug. Bis er gemerkt hat, dass er die falsche Richtung dreht. Oder wird der andersrum gedreht? Hallo, Herr Versicherung. Mir hat ein kleines Problem gemacht. Udo, da kommt Wasser raus. Ich sehe da, dass da Wasser rauskommt. Mach da doch irgendwas. Was hast du denn gemacht? Bienchen, mich muss hausen und verkaufen. Mir hat bei Wilke ganze Heizung kaputt gedreht. Der Werkzeug war aber schuld. Hallo, Herr Meyer, kann ich mir einen Rohrzange leihen? Ihr muss bei Wilke Heizung abdrehen. Hallo, Herr Meyer, mich braucht eine kleine Gehaltserhöhung. Mich hat Versicherung gekündigt. Wilke Zierden hat nun ein Feuchtbiotopen. Ich muss selber versichern jetzt. Er hat sich wirklich über die Rohrzange beschwert. Warum? Weil es falsche Werkzeug wäre. Rohrzange ist Rohrzange. Warum kannst du so abdrehen, so eine Heizung? Ja, aber eine Judo. Ja, der ist festgedreht. Ja. Der tut nicht richtig, der Zange. Das reißt ab. Das reißt nicht ab. Wir holen die Mollen Rotten. Bienchen, tu mich mal die Eimer bringen. Ganze Fußboden hier unter Wasser. Da hat er den Eimer, hat er auch noch falsch da drunter gehalten. Sowas hast du noch nicht gesehen. Drehst ihn doch ab, den Eimer da drunter, lässt ihn erstmal leer laufen. Ja, normalerweise. Wir reden hier von Udo. War also gestern wieder ein Abenteuer mit Udo. Stand jetzt? Stand jetzt, alles hier weg. Das haben wir gestern hier schon gemacht. Hier waren ja Fliesen vor, wie du siehst. Mhm. Wie du nicht siehst. Lattung, alles weggerissen und jetzt müssen wir hier mal alles Glasschiff machen. Okay, man. Hast du sowas schon oft gemacht? Ja, Wände abreißen, da bin ich Profi drin, zeig ich dir gleich. Mit dem Kopf durch. Wilfried an den Beinen. Wir brauchen Verlängerung von heute. Und der dabei am Rauchen. Moin, Bierbauch Daniel. Moin. Wie ist es? Gut. Hast du Bock? Immer. Es geht um Abriss. Da freust du dich am meisten drauf, ne? Das haben wir am einfachsten. Du kamst ja auch gestern bei mir an und meintest, du warst beleidigt, weil du noch keine Fliesen rausstemmen durftest. So sieht das aus. Du bist der einzige Mensch, der sich darauf freut, Fliesen auszustemmen. Ja, Abriss. Das mache ich gerne tun. Timo, du als selbsternannter Abbruchprofi, wie würdest du jetzt das Ganze angehen? Ja, die Wände anfangen abzureißen hier. Ist doch nichts Schlimmes bei, du brauchst kein Gehirn für. Würde Udo das falsch machen? Nee, eigentlich kann man da nichts falsch machen. Würde Udo das falsch machen? Ja, Udo. Was würde Udo machen? Bienchen. Bienchen. Ja, das Wand auf den Korb gekriegt. Ruf ihn bei mir, du Fischer. Tu ihm einmal voll Quark. Du musst Korb in Quark drücken. Sitzt hier vorm Fernseher mit Kopf im Quark. Ui, das ist ein Wespennest, liebe Leute. Warum ist denn das so klein? Das war ein Einfamilienhaus. War nur die Königin. War nur die Königin reingepasst. Verbaut. Hermann Pleiß hat sich vermessen. Ruf Günzelzen an. Du guckst da so gegen an. Ich guck da nicht gegen an. Das ist gleich ruckzuck, ist das weg. Aber dir nicht. Wenn man sich das mit Verstand anschaut, sieht das schon irgendwie total zusammengefuscht aus, ja, alles, ist oder? Auch. Wenn man mal wirklich ehrlich ist, also sieht das nicht so professionell aus, finde ich. Nee. Ich meine, meine Arbeiten sind weniger professionell, aber das sieht halt weniger. Schon ein bisschen, ja, noch weniger. Also Wasser ist hier ab. Ja, da unten müssen wir aufpassen. Genau. Also von oben immer abtragen, diese Wand. Ich dachte, wir fangen unten an diesmal. Ich dachte, wir fangen diesmal unten an. Ey, nee. Verhol da schon. Das ist von oben. Ja, sicher. Kann man das von andere, nach anderer Seite schubsen? Ja. Ja, dann müssen wir mit dem Aufräumen auf anderen Seite, dann geht das. Ja, dann ans andere Seite aufräumen, fangen wir bei der Wand an. Ist schon Freitag. Lass doch die Karre mal eben beiseite stellen und alles will Frieden. Alter, sei mal ruhig da.
Was ist mit dir denn los? Mach einfach. Hast du Bock, Timo? Ja. Warum? Weil ich das gerne tun mag. Du brauchst keinen Gehirnführer, die nachdenken, sondern los. Weißt du schon, wo du hinhaust? Ja, hast du schon einen Punkt ausgesucht? Ja, hier. Du hättest Torben mit dem Vorschlag aber sehen sollen. So. Hier kann ich mehr. Timo, wie sollen wir? Torben hat wirklich so. Hier. Ja, wirklich, wirklich. Wir könnten fallen, könnte runterkommen. Nein! Ja, wirklich. Ja, ist ja, alle. Können wir loslegen? Ja. Hau mal, mach mal. Gleich muss Timo zu AXA. Hallo, Herr Rainer Hoog. Mich hat Kaube in Versicherung. Wird Zeit, wenn es heute war. Wir haben jetzt den ersten Teil der Mauer abgetragen und jetzt wird es hier ganz interessant, ne, Timo? Ja, hier sind Wasserleitungen, ne? Hier müssen wir ein bisschen, und wie Udo es gesagt hat, da laufen sie lang und dann hinter der Wand. Aber wir müssen hier ein bisschen mit Vorsicht beigehen. Hier schon mal. Ah, da muss ich noch. Schiehe. Oha. Muss ja eh verlegt werden, ne? Das Badezimmer ein bisschen größer gezogen wird. So, gleich ein ganz anderes Licht hier, wa? Oh, ja. Oh, warte ein Bengel, Junge, warte ein dicker Bengel. Ich schmeiß einen rein, Daniel. Ja. Oh, der ist auch wieder eins, ey. Timo ist kurz weg. Der muss ihm bei seiner Tante helfen. Aber wir haben ja wieder ein bisschen was geschafft, wenn man mal so schaut, ne? Ja, hau die Ecke gleich mal weg da. Du, das ist nach und nach. Das wird aber auch interessant, das später hier eben mit dem Trockenbau nachzubauen, das Badezimmer. Ja. Aber kannst ja dann viel optimierter arbeiten. Du kannst ja größer machen. Ja, klar. Und es ist einfacher. Finde ich jetzt auch, ja. Da bist du dann Iku-Iku. Timo ist eben kurz zu seiner Tante, der muss ihm helfen. Wollen wir schon anfangen, den nächsten Stück hier abzutragen? Machen wir sofort. Das sind immer die dicken. Wir waren immer auf Heinche Fürmeier. Ah, Heinche Fürmeier muss noch eben. Der muss die Wasserleitung eben freilegen. Der alte Freileger. Obwohl da was kaputt geht. Ist so. Ja, das ist wirklich so. Ne? Und dann machen wir die Wand weg. So. Hey. Vorsicht. Man muss nur ein bisschen geballert werden. Ja, sehe ich auch so. Ja, und jetzt brauche ich eine Zigarette. Konditionszigarette? Ja, auch. Dasselbe. Machst du wieder Photosynthese? Dafür musst du ihn ja draußen stellen, Wilfried, oder mehr zum Fenster. So, Timo ist wieder da. Jawohl. Was war das Problem? Hm? Wo warst du? Erzähl nochmal. Von meiner Tante. Ein Blumenkübel mussten wir verstellen, weil der Rasenmäher-Roboter da nicht dran langfahren konnte. Aber die wohnt ja gleich hier vorne, bin ich schon hingefahren. Ja, da muss man dazu sagen, wir wohnen jetzt alle eng auf eng. Wie weit wohnst du entfernt? 150 Meter? 200 Meter. Wir können eine schöne Radgemeinschaft machen zum Sportplatz. Jeden Samstag, jeden Sonntag fahren wir mit Rad am Sportplatz. Ja. So, wir haben erstmal hier grob Platz gemacht. Nur grob, den restlichen Schutt mache ich später. Und wir wollen jetzt
Restwand hier wegnageln. Die kommt jetzt weg, ja. Wo fängst du an? Wo wollen wir anfangen? Wieso? Vorschlag einmal, gib ihm. Ja. Dann Zeitraffer anschmeißen ist unkomplizierter. Skier. Wilfried ist schon wieder am Schutt zusammensuchen. Also seht ihr jetzt, das Stück ist hier weg, aber nun wird es interessant. Aber das hier, das ist gar nicht so schlimm, das ist kalt voreinander gemauert. Dann müssen wir stückweise mit Vorschlaghammer das wegnehmen. Also die brauchen wollen nicht. Ja stehen bleiben, ne? Die bleibt stehen, ja. Ja. Also nur mit der Flex. Ne, mit Flex brauchen wir gar nicht. Ganz vorsichtig mit dem Vorschlaghammer. Ich gehe da jetzt hinbei und dann gucken wir, wie das voreinander sitzt hier. Und dann nehmen wir das auch noch weg. Okuli dokuli. Oder wie Jan Jürgen sagt, okuli dokuli. Okuli dokuli. Satan Timo Olfen, gegeben. Schön, ne? Ha, was sauber, du, das ist ja Präzision. Ja, das haben die einfach so kalt vorgemauert, ne, damals. Das war eben so. Und jetzt stelle ich mich immer auf die andere Seite, kommt der Rest auch noch weg und brauchen wir den Schutt noch wegholen. Nu haben wir hier Schutt. Arias, nee, du. Ha? Meint man gar nicht, ne? Eine kleine Wand, so wie Schutt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und dann auch noch die riesen Teile, die müssen wir jetzt mal klein kloppen. Ja, da haust du auch einen Hammer drauf und klein. Aber du musst dir eine Schutzbrille aufsetzen, wenn du hinten Fliesen abklopfst, Wilfried. Du brauchst eine, auch die Rückseite. Das habe ich gerade gesehen. Ja, okay. Jo Leute, wieder ein bisschen was geschafft heute. Da war wieder fast ein Bruch drin. Ein bisschen Schutt ist noch da. Den größten Teil oder den groben Teil haben wir weggeschmissen. Aber diesmal habe ich halt auch tatsächlich Arbeitsschuhe an. Sehen jetzt nicht so aus, sehen flott aus, aber es sind Arbeitsschuhe tatsächlich. Timosei, danke für die Hilfe. Da nicht für. Hast du einen hellflotten Arbeitmaut. Satan, was schier, welche achten dran, kick du an der Mühe. Sag ihn da noch. Da war ja nicht viel bei, ne? Also haben die damals so kalt voneinander gemauert, ein bisschen dicht geschmissen, fertig, ne? Ja. Aber für heute Feierabend, oder was sagst du, Heintje Fürmeier? Ja. Jetzt machen wir Feierabend, Fenster zu. Morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Genau. Wieder ein bisschen was geschafft. Ja. Jeder nimmt jetzt einen Teil mit nach unten hin. Heintje Fürmeier Ansage, die nee, erste. Ja, brauchst du hier mit leeren Händen runterlaufen. Jeder nimmt eine Handvoll mit und das ist weg hier. Donnerstag, 14. März, 9.12 Uhr. Und der Akku ist so 30% voll. Guten Morgen, BBD. Guten Morgen. Wir haben einen Krankenfall auf der Baustelle. Ja. Heintje Fürmeier. Ist krank jetzt. Ist krank. Ihn hat es erwischt, obwohl er sagt, ihn erwischt es nie. Magen-Darm-Grippe. Genau. Er kommt nicht vom Pott runter. In diesem Sinne, beste Besserung. Ja, alles Gute. Wilfried, mach es hier bequem auf dem Pott. Was mit dir los, Torben? Leichter Schnupfen. Leichter Schnupfen. Gute Besserung auf diesem Wege. Danke, mein Junge. Gestern war nichts los auf der Baustelle. Heintje Firma ja krank, dann kann man die auch nicht weitermachen, das wisst ihr, Leute. Genau. Aber gestern waren wir wirklich nicht hier, ne? Ganz Tag Fußballplatz. Ja, das muss auch mal sein. Ja, weil da fällt ja auch viel Arbeit an. Ja, so ist es. Wollt ihr noch einen Kaffee? Nee, nein, ich hab schon drei. Hier ist Gemütlichkeit auf der Baustelle. Ja, man muss ja auch mal gemütlich sein. Ja, nicht immer den Stress, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist so. PBD, Alter. Diese Mettwurst-Schenkel nach oben bewegen. Ein traumhafter Blick, ein wirklich traumhafter Blick. Es ist ja wirklich ein wunderschöner Raum, aber Schutt ohne Ende. BBD! Ja! Ist alles klar, der Schuttrutsche? Ja, sicher. Bist du einsatzbereit? Karre steht da, ich komme jetzt nach oben. Okili dokili. Bis gleich. Bis gleich. Mein Herz freut sich auch wieder auf diese wunderschöne Arbeit. Ja, das ist doch gar nicht so viel. Nö. Aber wir müssen mal eins sagen, schau mal raus, was das für ein schönes Wetter ist. Richtig gut, ne? Das wird Sommer, Alter. Endlich wird Frühling erstmal. Ja, es wird Sommer. Frühling. Richtig, richtig schönes Wetter. Ich bin ja nicht so ein Grießkram wie der Turm da. Ich weiß das Wetter zu schätzen. Wie denn? Ja. Weißt du, wenn wir fertig sind, was passiert? Nee.
Geh auf den Sportplatz, mach noch was. Nutz das schöne Wetter aus. Und Turm, der fährt nach Hause aufs Sofa. Das stimmt doch gar nicht. Was machst du denn gleich? Auch zum Sportplatz fahren. Und dann? Schöne Wetter auf dem Rasen. Torben, wir beide müssen auch kurz lachen über die Geschichte. Als du immer mittags nach Hause gefahren bist und gesagt hast, du hast immer so viel zu tun. Und dann bin ich zu dir nach Hause gekommen und dann lagst du immer, immer auf dem Sofa. Plätze hängt raus. Was? Einmal hing das ein bisschen raus, wo du reingekommen bist. Einmal. Du übertreibst das auch immer. Ich habe meine Couch mittags jetzt schon bestimmt seit ein paar Monaten nicht gesehen. Du musstest auch immer Mittagsschläfchen machen, ne? Ab und zu habe ich das mal gemacht, ja. Und dann schlecht gelaunt aufgewacht. Ja, so wahrscheinlich. Ja, steht er da in der Tür. So eine Scheiße. Zum Glück Hand über der Decke gehabt. Das darf nicht wahr sein, oder? Das ist leider die Wahrheit, ja. Das ist die Wahrheit. Ich bin schon zu ihm reingekommen. Ich sage, das kann ja nicht wahr sein. 13 Uhr, mach ich die Tür bei ihm auf. Er liegt da auf dem Sofa, das T-Shirt aufgekrempelt. Aufgekrempelt sein T-Shirt, die Plätze hängt da raus. Er hat kein Wort verstanden. Oder man schreibt ihm um 13.30 Uhr sowas. Ja. Antwortet dann so gegen 16 Uhr. Und ich bin leider eingeschlafen, kommt dann. Ja, wenn man mal müde ist. Oder ist dir das schon passiert? Ja, mir ist es aber auch schon mal passiert. Weißt du noch, als du da lagst, das T-Shirt hochgekrepelt war, das war schon witzig. Weißt du auch noch, dass du davor ein Foto gemacht hast? Hab ich das noch? Das weiß ich nicht. Wir müssen die Zuschauer auch auf Trab halten mit lustigen Geschichten. Torben ist ja der weltbeste Koch der Welt. Wirklich, Torben kann kochen, da träumt die Welt von. Kann ich nicht zu sagen, er hat mich noch nie eingeladen zum Essen. So, aber jetzt offizielle Einladung zum Currywurst-Ritual. Torben kann halt nur Currywurst machen, weil was hast du dir, was hast du dir dafür gekauft? Wie, eine Heißluftfritteuse, wie Pommes. So, Ansage. Wenn wir in dem anderen Haus alles raus haben, stelle ich da noch einen Klapptisch hin und dann mache ich für uns drei noch einmal eine Abschiedscurrywurst in der Küche. Kriegen wir das hin? Und er kann wirklich nur Currywurst. Das stimmt gar nicht. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern, wo wir bei mir gegessen haben, wo ich richtig Schweinefilet-Medaillons gemacht habe mit Soße und Kartoffeln und Erbsen und Möhren von einer ganz bekannten Firma. Und dann schäppt Torben mir Erbsen und Möhren auf den Teller und denke ich, hä, was ist das denn grün? Das sah auch aus wie eine Erbse und dann war das ein fieser, ekeliger Käfer. Alle keinen Hunger mehr. Bestes Fleisch, schön Filet. Och nee, lass mal eine Pizza bestellen. Torbens Currywurst ist wirklich ein Gaumenschmaus. Werde ich dann ja feststellen. Ich nehme die einen gerne an. Und da haben wir beide schon gefressen alleine, Junge. Das, wie die Wellen sind. Das glaube ich euch. Meinst du, warum die Plätze immer raushängen? Das Schlimme ist ja, ne? Ich mache das ja ganz anders. Ne? Ich mache die ja nicht so im Ganzen. Ich schneide die ja fein, brate die in der Pfanne an, mache dann die Soße und dann hast du so eine richtig fertige, ne? So eine Pfanne. Ja. Ne? Und das Schlimme ist, ich mache da dann immer so, wenn wir beide das allein machen, ohne Scheiß, 12 Currywürste rein. Ne? Einmal war die Pfanne leer. Wir haben genug Mist gelabert, Leute. Wir widmen uns jetzt hier dem ganzen Schutt. Der Raum wird aber Weltklasse, wenn der fertig ist. Deswegen ist es ja schön, Schutt wegzuräumen. Ich sage euch das, ohne gute Freunde, die helfen, macht es auch nur halb so viel Spaß. Kann man natürlich auch alles alleine schaffen, ist mehr Arbeit, aber man muss ja auch froh darüber sein, dass Freunde einem dabei helfen. Und dann ist es auch viel, viel lustiger alles. Frohe Kunde, das Gröbste ist weg. Mmm, yum, 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 yum. Hast du mit Liebe belegt? Das sag ich dir, du, das sag ich dir. Der Aal an, der Aal läuft. Moin, ihr Lieben da draußen. Wir stehen hier in meinem zukünftigen Riesenschlafzimmer und heute greifen wir nochmal richtig an. Wir müssen ein bisschen hier blank machen und dann sind wir so gut wie fertig hier oben tatsächlich. Und gehen dann wieder nach unten. Heintje Förmeier und Torben in der Haus. Geh gleich mit dem Tee auf den Couch. Ich hab keinen Bock mehr mit die Schweine hier. Frisch zurück aus dem Krankenlager. Wilfried, was hattest du? Sumpfarsch. Wir können eine neue Serie mir zu Hause machen. Muss neu tapeziert werden. Jetzt hört auf, über Sumpfarsch zu reden. Wir fangen jetzt an. Ich flaniere hier kurz durchs Schlafzimmer und zeige euch, was Phase ist. Der Rundumschlag ist recht gut gelungen und das Zimmer ist so gut wie blank. Heute holen wir hier die ollen Fliesen von der Wand und diese und wir stemmen diesen Fußboden hier raus. Heintje Förmeier, dann müssen wir im Gro auch erstmal durch sein hier oben. Ja. Ne?
Also packen wir es an. Wer macht was? Ist mir egal. Einer nimmt die Wand, der andere nimmt die Wand. Ich muss aber auch dabei sein, ich bin schon so ein bisschen am Kränkeln wieder. Warum? Weil das hier kalt wie ein Bärenarsch ist. Das ist ein Weichei, ne? Das ist unglaublich. Mann, 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 Mann. Hä? Nein, wir vergessen. So, hä? Ist ja nicht kalt. Hol ihm eine Brechstange, damit wir Wilfried Zähne auseinander drücken, damit wir es nochmal verstehen. Du Wagen, lieber. Leckt euch, leckt euch. Pommes Luke aufpumpen. Mit so einer Stütze im Gesicht. Du noch mal Suppe. Mama. Kurz benehmen, Baukontrolle. Moin, Mama. Moin, Wilke. Was sagst du? Wahnsinn. Verschandel ich dein ehemaliges Haus? Ja, ich bin ganz traurig. Warum? Weil du es verschandelst. Na, sieh doch, guck dir mal den Raum hier an. So eine Herrlichkeit. Ja, ist es. Bleiben die Balken frei? Ja, da kommt die Decke hier auch raus. Die Decke kommt raus, Mama, und die Balken bleiben in Sicht. Ich bin ganz neidisch. Warum bist du denn neidisch? Weil das so schön wird. Du hast so ein viel schöneres Haus. Guck mal, Mama, du läufst hier barfuß und Torben heult rum, dass es kalt ist. Ja, ich läuft immer barfuß. Hast du gehört? Sie läuft immer barfuß. Ja. Sag, wie wem gehört das schöne Haus? Das ist ein schönes Haus, Mama, ne? Das ist schöner wie dies. Danke. So. Was ist? Ich überlege gerade. Du siehst auch so krank aus, ne? Müssen wir dann mal ich gleich rübergehe zu Mama Zierden, mir einen schönen Tee kochen lasse und mich dann mit der Decke aufs Sofa legen. Neben Papa. Du darfst meine Füße filmen. Ich darf deine Füße filmen? Ja, weil die Nacken sind. Ja. Torben hat einen ganz komischen Fußfetisch, Mama. Das wird auch richtig cool, Mama. Schwöre ich. Das ist traumhaft. Ja, das wird cool. Das hätte ich nie gedacht. Das wird halt wirklich schön hier. Das schwöre ich. Das wird richtig, ein richtig tolles Zimmer. Musst du jetzt eben die Decke wegdecken. Die Balken bleiben in Sicht. Ne? Also siehst du, die Schräge, die da ist, läuft hier hoch und da kommen riesen Fenster rein. Ihr werdet jetzt eine meisterliche Arbeit sehen im Fliesen abklopfen. Ohne Verletzung. Weiß ich noch nicht. Brillenputztücher. Ich fühle mich auch so ein bisschen schwach. Du hast drei Fliesen abgehauen. Ja. Damit rechnet ja keiner, was du kannst, ne? Das ist so. Ich halte das lieber inkognito. Ne? Lieber tief. Gib ihm mal einen zweiten Hammer. Lieber tief stapeln. Weißt du? Und dann kann kannst du beim was. Abklopfen Beat spielen? Stimmt. Geil. Der Apparat läuft. So, wir schmeißen jetzt den Zeitraffer an, damit man unsere fließenden Bewegungen während der Arbeit sieht. Wundert euch nicht, das geht jetzt ziemlich schnell, weil wir auch ziemlich schnell arbeiten. So, die Rakete läuft. So viel geschafft, ne? Jetzt ist der verfluchte Akku leer. Kannst du nicht erfinden, echt nicht. Wieso wird er nie aufgeladen? Weil du nicht da warst, Heinz Hörmeier. Ja, siehst du, ohne mich läuft nichts auf der Baustelle. Gar nichts. Oh, Prinzessin Lillifee. Nein. Wir tragen dich gleich nach unten. Ja, möchte ich gerne Herr sehen. Herr König. Bitte. Naja, wir haben ja schon gut Randale hier veranstaltet fürs Erste, oder nicht? Dienstag, 19. März. 9.17 Uhr. Läuft die Frikadelle? Ja, ist an. Hallihallo, Hallöle, heute geht's weiter mit dem Riesenschlafzimmer. Wir sind voller Tatendrang. Wilfried hat den Akkuschrauber aufgeladen, der ist überglücklich, dass er endlich schrauben kann, denn die Dachlatten müssen ja noch von der Wand runter. Und ich hole jetzt gleich diesen Bohrhammer und dann machen wir die Fliesen weg und dann sind wir hoffentlich bald fertig hier oben mit dem groben Entkernen des Riesenschlafzimmers. Ich habe mal eine blöde Frage, Wilke. Du erzählst, du willst den Bohrhammer gleich holen, warum haben wir den nicht gleich mit hochgenommen? Du sollst keine Fragen stellen. Aber berechtigt, oder? Heinche Firmeier, was schüttelst du mit dem Kopf und stehst hier hinten rum wie so eine Photovoltaikanlage? Ich warte, dass ich anfangen darf.
Hast du einen Akku aufgeladen? Ja, der ist alles bereit. Du musst aber lassen anfangen. Los, komm jetzt. Treibt doch nicht immer so. Ehrlich geht die Welt zugrunde. Hier ein Traum aus Schutt und Fliesen. Wir haben dieses wunderschöne Badezimmer abgerissen. Jetzt müssen nur noch die Dachlatten weg. Die Fliesen müssen noch raus. Und Heintje Föhrmeier muss doch die Dachlatten von der Wand reißen. Kann ich jetzt anfangen? Ja, was sitzt du denn da? Ja, endlich. Meine Fresse. Alter. Kannst du den Stemmhammer holen? Das war mir klar. Ja, ich geh nach unten, hol den Stemmhammer und stell gleich eine Karre unter die Schubrutsche. Schuttrutsche. Danke, Torben. Ja. Ja. Ja, was ist da los? Ja, dann kannst du auch einen Schraubenzieher nehmen. Ja, der Akku ist aber... Wie der Akku ist. Ja. Gucken, wie lange Schrauben da drin sind. Ist das echt Gold? Nee. Sondern? Weiß ich nicht, Kupfer. Sag, dann ist das eine atemberaubende Actionaufnahme hier. Mhm. Das ist ja nicht normal. Also für Nudel hier. Ja, Tom hat wieder Laune heute, ne? Wie durch den Fleischwolf gerissen, du. Ich weiß nicht, hat er wieder nicht geschlafen heute Nacht oder wie das? Was ist los mit ihm? Torbellino, was los? Du bist ja heute noch ein bisschen langsamer als sonst. Oh. Und wenn man denkt, langsamer geht's nicht, dann bist du meistens noch ein Stück langsamer. Aber heute... Vielleicht erkältet. Das ist so. Guck mal, ich habe das Ding mitgebracht hier. Willst du jetzt ein Bundesverdienstkreuz haben oder was? Ja. Ja. Hier beide gehört doch irgendwie... Was? Nee, lass es. Der hat zu wenig PS. Normalerweise kann man meine Geduld auf der Kabeltrommel aufrollen. Ne? Deine Nasenhaare auch, Heintje Föhrmeier. Der hat zu wenig PS. Ja, aber hatte der vorher auch nicht? Der hat 12 Volt und wir müssen 18er haben. Das ist zu leicht. Ja, aber du hast doch vorher damit auch Latten abgeschraubt. Ja, aber der Akku ist schon wieder leer. Der hat sich doch aufgeladen. Der ist schon wieder halb leer. Das kann doch der nicht. Der hat keine Kraft. Hier, probier selber. Das ist von Schrauben erzählen, du Eichhörnchen im Gesicht. Meine Fisse. Schnauze voll, mach das mit dem Brecheisen. Ihr könnt mich alle mal. Echt. Herrje, wir haben ein Nest gefunden, liebe Leute. Schaut mal. Das ist ein Messen-Nest. Ja? Ja. Kannst du hier sehen. Hol das mal raus, wir können uns das ja mal angucken. Von einem Bauart her. Von einem Bauart her, Hermann Pleiß. Hier, die ganzen Waben. Hier, da waren die drin. Jetzt ein Brot mit Honig, wäre der auch lecker. Mhm. Mhm. Schöner Wespenhonig. Ja, lecker. Mist Bienen. Guck mal, wie das abreißen, mit welcher Kraft. Hey Junge Wilfried, du weißt gar nicht, wie viel Kraft du hast. Hab ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Aua, aha. Ja. Du Dämlack. Okay, weiter geht's. Wilfried hat ja schon klar Schiff gemacht. Als nächstes sollten wir dann auf den Putz hier runterballern. Der muss natürlich weg. Putz will ich runterhauen. Hab ich doch gerade gesagt. Die restlichen Latten da noch raus. Und diese herrlichen Fliesen weg. Und hier müssen wir noch schneiden. Genau, weil hier soll ja auch eine Tür rein. Ja. Der Sturz muss raus, muss ein langer rein. Bis hier laufen. Aber erstmal machen wir die andere Seite klar, Schiff. Läuft. Jetzt geht's um die Wurst, Leute. Ich schnapp mir jetzt den neuen Abbruchhammer und ballern wir jetzt die Fliesen raus und dann sind wir hier hoffentlich fast fertig im größten Schlafzimmer auf diesem Grundstück. Das ist schon ein ziemlich großes Schlafzimmer. Da kann man sich nachher freuen. Ich glaube, ihr werdet da ziemlich viel Spaß dran haben, wie wir das Ganze später gestalten. Aber jetzt gestalten wir erstmal rückwärts und nageln die Fliesen vom Boden. Der Strom, mach den Strom aus! Ja. Ich hab's mir gedacht. Wilfried! Ja, Mahlzeit. Mahlzeit, Leute. Herrlich, Wilfried, Alter. Was auch immer du da gemacht hast. Ja, er haut da mit dem Hammer drauf rum. Hab ich jetzt ein Obergeschoss-Schwimmbad oder was? Alter! Er haut da mit dem Hammer auf den Rohren drauf rum, auf einmal wird das nass. Das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte aber nichts sagen. Wie, du wolltest nichts sagen? Ja, ich wollte erst sagen, pass auf mit den Rohren, aber dann wäre er ja wieder beleidigt gewesen. Ja, staub nicht. Was hast du denn da gemacht? Warum ballerst du denn da mit dem Hammer auf die Leitung rum? Ja, aber dann mach das doch vorsichtig. Habe ich doch gemacht. Habe ich gesehen, dass du das gemacht hast.
Mann, 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 wo hast du das Rohr denn getroffen? Hä? Bist du da, da. Hier, da. Ja, und nu? Ja, abschnallen, Klemme drauf. Mein lieber Herr Gesangsfeind, ich dachte, was ist hier denn jetzt los? Hast du Strom rausgezogen, Wilfried? Strom rausgemacht. Duschen brauche ich heute nicht mehr. Ja, das sehe ich. Alter. Schön, ne? Ja, herrlich. Brille sauber. Mhm. Da freust du dich wieder, ne? Nee, gar nicht. Und du? Ja, Wasser ist zu abgedreht. Kann nichts mehr passieren. Können wir keinen Kaffee mehr trinken? Können wir keinen Kaffee mehr trinken. Was? Gib uns zum Nachbarn und Wasser. Wie am Flussbett, wa? Ja. Nee, muss ihm einer kommen, abschneiden und Klemme drauf. Wir waren so dabei, was zu schaffen, Wilhelm. Wa? Er prökelt da rum wie Meister Propper und haut mir erstmal die Leitung kaputt. Du hättest mal sein blödes Gesicht sehen sollen, wo das Wasser gesprengt ist. Ich dachte auch so für einen Moment, hä, was ist denn jetzt hier los? Ja, ich bin nur weggelaufen. Verlängerung liegt im halben Bachlauf hier drin. Die beiden stehen hier drin. Aber Sicherung hat er angeblich rausgenommen. Mhm. Angeblich. Heintje Föhrmeier, das gibt aber jetzt klassisch Minuspunkte. Abzüge in der B-Note. Ich habe Wasser abgestellt, ne? Ja. Du musst jetzt eben gucken, ob ich richtige Leitung getroffen habe. Das ist super. Wir sollen jetzt hier stehen und aufpassen. Ja, eben aufpassen. Und freuen. Das ist ein Psychopath, den müssen wir aus dem Verkehr ziehen. Nur noch Büroarbeit. Kaffee machen. Kaffee. Warte, ich stehe hier noch mit der Kamera, Alter. Dreh auf. Ich glaube, ich stehe hier richtig ungünstig, oder? Ja. Hast du aufgedreht? Was? Nö. Alles im Griff. Ja, ich merke das, Wilfried. Du hast alles im Griff. Können wieder Kaffee kochen. Das war ein Handgriff. Ja, das war ein Hammerschlag. Ja, und kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Lauf mich doch mal ran. Ich mauch das mal eben. Ja. Und haust da volles Bett mit Mama drauf. Genau mit Spitze. Boom, sagt er. Was hast du gedacht? Ich hab mich selber erschrocken. Hast du was ins Gesicht bekommen? Ich war jetzt passiert. Kam auch strahl drauf, ne? Ja, das sag ich. Aber der einzige Vorteil ist ja jetzt. Der einzige Vorteil ist ja jetzt, es staubt nicht mehr so. Okay, ist wieder zu. Alles in Ordnung, Leute, alles in Ordnung. Bisschen Action auf der Baustelle, kann ja nicht wahr sein. Mann, Mann. Ich hab mir selber erschrocken. Ich dachte, hä, was ist denn hier? Was ist das für, Nanu, was ist das für ein komisches Geräusch? Aber hast du gesehen, wie schnell ich war? Ja, so schnell wie schnell, wie schnell ich unten war. Ja. Mach die Sicherung raus, mach die Sicherung raus. Also Wasser ist auf der Stelle, ne? Drei Leichen hier oben. Ja, und? Nee, zwei. Wen war den denn? Hast du eine zweifarbige Jacke? Was? Hast du eine zweifarbige Jacke? Top, ne? Hier, so nass bin ich. Nass, trocken. Wilfried, ich kann das auch alles nicht mehr. Ich werde da zu alt für mittlerweile. Oh, was laufe ich hier eigentlich rum wie so ein Nilpferd, Mann? Ein Glück morgen Berufsschule. Ein Glück morgen. Wen war den? Ich packe heute auch nichts mehr an. Die ganze Verlängerungskabel lag in so hohem Wasser drin. Ja. Muss erstmal trocknen. Für heute ist Schluss. Einfach ein bisschen sauber machen. Und dann den Hammer gerade noch nehmen. Du fährst hier gar keinen Hammer mehr an. Du kannst abklopfen hier schon. Du hast Rohrverbot, Kollege. Rohrverbot und Hammerverbot. Die Amateure hier. Mit dem Mittelfinger an den Stier. Gicht krallen. Gichthals. Ja, ich hab Gicht, wirklich. Ja? Ja, das habe ich gerade gesehen, als die Rohre kommen geballert hast. Jetzt ist Schluss. Wir machen Feier für heute. Ich habe keinen Bock mehr. Guck mal, das ist alles unter Wasser gesetzt hier. Wieder nichts geschafft. Wie im Werner-Film, Leute. Für heute ist Feierabend. Steht er da oben wie so ein Pinguin und guckt sich dann an, wie das Wasser aus der Wand kommt. Man hat seinen Kopf nicht mehr gesehen. Man nur Wasser. Tu die Sicherung aus dem Hang, guck. Renn in Heizungs Keller und hol einen Schlüssel. Ja. Wie bei Werner oben. Geh in Heizungs Keller, oben ist Rohrbruch. Und dann beim Biernot klingeln. Ja. Oben ist Rohrbruch. Wo? Wo? Wieso? Bei Frau Hansen, wieso? Hast du Wilfrieds Gesicht gesehen? Das habe ich natürlich jetzt nicht gefilmt, aber sein Gesicht, als es losging. Das war wie Wasserfall. Hey Leute, was meint ihr, Männers? Ich habe alles im Griff. Ja, da war ein Probelauf, ne? Ja, war. Moin Willi, in der Küche müssen noch die Wasserleitung freigestellt werden. Machst du das oder willst du eher an die Gasleitung ran heute? Willst du Ärger oder was? Nö. Kannst du haben.
Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wenn ich Stamm mache, mache ich das. Wilfried an der Gasleitung. Stemmt sie frei, nur noch 3 Jahre, der große Explosion wie bei Werner. Komplett schwarz, tü-tü-tü, unten hängt alles querfeld rum. Wen denn? Propanflöte. Und dann kommt da so eine Stichflamme raus und dann kann er sich einmal die Kippen anzünden. Was sagst du dazu, Daniel? Wenn ich einmal nicht da bin, ne? Katastrophe. Läuft nicht. Alles schief. Läuft nicht. Nee, Wasserschaden. Oh, jetzt zahlt die Versicherung, ne? Ja, Wilfrieds. Wilfrieds, genau. Heute ist übrigens der 20. März, 9.06 Uhr. Was haben wir heute vor? Naja, da weitermachen, wo wir gestern aufhören mussten. Richtig. Fliesen raus, Schutt weg. Wir gehen erstmal die wichtigen Dinge im Leben nach. Oh, herrlich. lecker Kaffee. Erstmal einen halben Kilo Zucker drauf, wa? Ja, so ein Krümel, siehst du das nicht? Wilfried, du auch? Mal selber. Ich wollte Daniel fragen, ob er einen Löffel für uns hat. Andere geben wir den. Wow, heiß du. So, hinter mir liegt das olle Badezimmer, beziehungsweise die Reste des Badezimmers. Da gehen wir jetzt bei, reißen weiter ab und mit Wilfried gehen wir jetzt eine Gasleitung suchen, damit hier wieder irgendwas los ist. Haben wir nochmal reingehauen. Da hast du den Schaden verursacht. Ja, genau. Wollen wir aufdrehen? Wollen wir den Zuschauern mal kurz zeigen, wie die Fontäne war? Ja, wollen wir nochmal. Wollen wir noch einmal aufdrehen? Praxistest ganz kurz. Ja. Aber nur ganz kurz. Ja, ich gehe nach unten, ne? Ja. Leute, das macht ihr jetzt nicht. Kurzer oder? Praxistest. Nee, lass das nach. Der ist hier wieder Baustein. Dann staubt das nicht mehr so. Das ist schön warm hier oben. Muckelig. Der Zuschauer da draußen möchte auch mal sehen, wie das ist. Wenn man so eine Leitung trifft. Das ist ein Praxistest. Praxistest. Ja. Warum? Action, Wilfried! Ausmachen! Da war aber gestern mehr Zunder drauf, tatsächlich. Der Druck fehlt auch, ja. Ja. Da war da gestern mehr drauf. Wollen wir nochmal ein anderes Rohr suchen, wo du gegen klopfst? Nein, das reicht. Das hast du schon genug kaputt gemacht, letzte zwei Wochen. Nein, das ist das erste Mal, weil ich... Zuschauer haben bei Instagram Baustellenverbot gefordert für dich. Ja, Gott sei Dank. Gut, tschüss. Tschüss. Bis zum Wasserschaden konnten wir diesen Bereich hier ausstemmen, aber heute haben wir wirklich einen Meister des Ausstemmens hier. Du hast ewig lange auf diesen Tag gewartet, ne? Darf ich stemmen? Du bist so geil darauf zu stemmen, ne? Ja. Warum eigentlich? Das macht Spaß. Das macht Spaß. Ich mag es gerne tun. Warum? Weiß ich auch nicht, immer schon. Echt? Ja. The Hammer. MC Hammer. MC Hammer BBD on Tour. Live on stage. Live on stage für Sie, liebe Leute da draußen. MC BBD Mac Hammer und Action. Ja, guck mal, da ist schön sauber jetzt. Wunderbar. Lupen rein, ihr Lieben. Lupen rein. Fliesen sind runter. Das ist schon mal erfreulich. Fürs Erste sind wir tatsächlich fertig hier oben. Ja, fürs Erste. Ich muss mir nämlich jetzt erstmal Gedanken machen, was passiert mit dem Fußboden. Richtig. Weil dann können wir danach arbeiten und anfangen, hier weiter wegzustemmen. Du darfst auch oben nicht vergessen, ne? Ja, genau. Das muss ja auch gemacht werden. Aber wirklich viel muss oben nicht gemacht werden. Die Dämmung, die oben ist auf dem Dachboden. Die Platten auf dem Dachboden, da mein großer Bruder und ich vor 10 oder 15 Jahren gemacht, irgendwie so. Und da ist noch neue Dämmwolle drunter. Das heißt, da oben muss nicht mehr gedämmt werden. Das spart eine Menge Arbeit. Aber es muss da oben Trockenbau gemacht werden. Ah. Sprich, wir können die Bretter über dir nicht rausnehmen. Ja, weil sonst läufst du auf Balken, wäre bescheuert. Ja. Wir haben aber ja Dämmwolle bestellt, wann kommt die eigentlich? Müsste schon längst da sein. Müsste schon längst da sein. 3 Wochen her, ne? Nee, 14 Tage. 14 Tage. Damit der Zuschauer weiß, was ihn erwartet. Wir machen die Dämmung auch selbst, ne? Ja. Denn es ist ja wirklich vielleicht am sinnvollsten, dass du dir Gedanken machst wegen dem Fußboden, dass wir uns da Infos holen, wegen Ausgleichen und so. Wenn das erstmal so bleiben muss, dass man hier echt guckt, dass man die kompletten Fliesen rauskriegt, dann ist das weg. Dann kann die Schuttrutsche weg, richtig, Wilfried? Ja, die Fliesen können schon raus. Ja. Man muss wirklich ja wissen, was hier Phase ist. Ja, die können aber raus, die Fliesen. Ja. Heintje Fürmeier. Nein, nicht Heintje Fürmeier, das ist so, die Fliesen können hier raus. War doch nicht heute. Nee, da hast du gesagt, nicht ich. Ist da auch eine Wasserleitung unter? Was? Ist da eine Wasserleitung unter? Ich mache mir einen Tag Gedanken,
und morgen kommen wir wieder mit neuen Infos. Wir müssen jetzt langsam, wenn du überlegst, war jetzt ja viel Abriss hier oben. Mhm. Unten ist ja auch nochmal Abriss. Oh ja. Ist dazugekommen, liebe Leute. Erzählen wir euch aber später. Aber jetzt fängt das ja langsam an mit Aufbau hier oben. Ganz langsam. Ganz das wird noch richtig katastrophal. Ich schaue in schweigende Gesichter. Was sollen wir dazu sagen? Heintje Föhrmeier, ich mache mir jetzt einen Tag Gedanken wegen dem Boden hier, was wir anstellen. Und morgen gehen wir wieder Vollgas. Okay. 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 Gehst du jetzt noch eine Gasleitung suchen? Ja. Mit Kippe. Kommen wir zum Gewinnspiel von letzter Woche. Diesen Werkzeugkoffer hat gewonnen Marcel Tuchters 5109. Und diesen Steckschlüsselsatz hat gewonnen Janina Halbers 4838. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Schreibt mir Nachricht in diese E-Mail-Adresse, die wir einblenden. Und dann schicken wir euch die Gewinne zu. Danke für euren ganzen Gefällt mir und Support. Und jetzt viel Glück beim nächsten Gewinnspiel.